Heute und morgen ist das Finale der 1 Million Dollar World Series of Warzone, bei dem die besten Spieler der Welt gegeneinander spielen und versuchen, sich zu beweisen. Und um uns auf das Ganze einspielen zu können, dachte ich mir, wir schauen uns die letztjährige World Series of Warzone an, in Warzone 2 auf Al-Masra, der besten Map, die wir bis jetzt in diesem Spiel hatten. Willkommen zurück zu einem weiteren Video von meinem Zweitkanal. Lasst jetzt schon mal gerne ein Like auf dem Video und ein Abo auf dem Kanal da und schaut unbedingt auf Twitch vorbei, ja? Ganz, ganz dringend, weil dort mache ich heute und morgen jeweils ab 20 Uhr eine Big Watch Party zur World Series of Warzone. Also wir schauen uns das Ganze an, aber nicht nur ich alleine, sondern tatsächlich das Ganze zusammen mit Deki. Wir schauen uns das Ganze zusammen an, jeweils ab 20 Uhr wird es losgehen, ab 21 Uhr dann die größte World Series of Warzone, aber ab 20 Uhr werden wir schon so ein bisschen die Teams vorstellen, wir werden uns anschauen, wer mitspielt und sowas. Deswegen schaut da unbedingt vorbei, ja, würde mich sehr, sehr freuen. Ab 20 Uhr geht's los, wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung, ganz, ganz wichtig, aber ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Und zwar, das sind die Teams, die heute mitspielen, ja? Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Letztes Jahr haben so ungefähr dieselben Teams mitgespielt. Ein paar Leute sind jetzt neu, ein paar Leute haben nicht mitgespielt, ein paar Teams sind neu geformt worden, aber in den meisten Fällen waren mindestens zwei von drei Leuten am selben Team. Und genauso wie zum Beispiel Biffel und... Nein, sorry. Hisoka... Nein, warte, wer hat da nochmal gespielt? Warte, wer hat das nochmal gewonnen? Gib mir eine Sekunde. Biffel, Sage, Shifty. Das heißt... Biffel und Shifty haben letztes Jahr die World Series of Warzone gewonnen. Hisoka ist Zweiter geworden mit seinem Team. Da zum Beispiel, da sind zwei von drei gleich geblieben, aber dieses Jahr werden die komplett zu dritt dominieren. Dieses Jahr wird es ganz, ganz schlimm. Ebenso Aidens Team wird sehr, sehr krass. Adrians Team. Huskers wird ganz in Ordnung, I guess. Braxton mit komplett rasieren. Dongis Team mit komplett rasieren. Otter Eyes. Also das sind ein paar wirklich sehr, sehr geile Teams dabei. Das dürft ihr nicht verpassen. Und natürlich auch ein deutsches Team, das wir uns auch anschauen werden, das wird sehr, sehr nice. So, ich würde aber sagen, wir schauen uns an, wie Team Shifty, Sage und Biffel mit so einem riesen Abstand an Punkten und Kills gewonnen haben letztes Jahr. Es war krank. Also die Stimmung wirklich jedes Jahr bei World Series of Warzone, einfach genial. Ich liebe das. Es ist wirklich, es ist einfach perfekt. Es ist so schön. Und dieses Jahr wird es halt genauso, sage ich. Genauso, wenn nicht sogar besser. Weil der Hype dieses Jahr viel größer ist als letztes Jahr. Ey, so eine geile Meta gewesen, by the way. Einfach MP5. MP5 Meta während World Series of Warzone. Das ist perfekt. Was werden die Leute heute spielen? Ich denke STG und Static KV. So, Game 1. Ich habe schon ganz vergessen, wie die gespielt haben. Also ob die jede Runde irgendwie krasse Kills gemacht haben und sowas. Habe ich ganz vergessen. Aber wir kriegen jetzt eine Zusammenfassung. 17 Minuten nur. Sehr, sehr geil. W. Danke, Shifty. Ah, Aimbot. Eindeutig. Hey, was macht der? Free Kill. Mein Gott, der Hit war krass. Das war sehr krass. Louis Yen. Nein, er spielt Thermalsignal. Das Signal, er spielt Thermalsignal, Alter. Oh, One-Shot. Nice, gute Nate. Oh Gott, wie die rumschreien. Was für Calls sie geben. Hier passiert so viel gleichzeitig. Die wird so rumgeschrien. Boah. So krass gemacht, Alter. Warum schießt ihn denn nicht aus Luft? Oh, krass. Daran kann ich mich erinnern. Daran kann ich mich erinnern. Das war super krass. Also das war wirklich insane. Drei Hits direkt hintereinander so zu hitten. Crazy. Gute Kills von denen. Einfach User joined your channel. Ist das Teamspeak? Warum haben die Teamspeak verwendet in den Events? What the fuck? Teams, User joined your channel. Das ist pervers. Das ist actually pervers. Sehr stark. Es leben halt, schau mal auf die Karte, es leben 59 Leute. Das ist halt wirklich jedes einzelne Mal so. Wenn du so wirklich so ein ganz, ganz krasses Turnier hast. Es leben so viele Leute bis ins Endgame. Wirklich insane. Ich find's so traurig, dass Biffel ab nächsten Jahr nicht mehr professionell competen wird.
Er hat offiziell hat er seine professionelle Karriere für Warzone an den Nagel gehängt, weil der hat da keinen Bock mehr drauf. Der hat da keinen Spaß mehr daran. Er will nur noch dieses Jahr durchziehen, die World Series of Warzone, und danach wird er keine Turniere mehr spielen. Er will dann einfach nur noch Content Creator sein, der so sein Ding durchzieht, so mäßig. Was ich sehr, sehr schade finde, weil er doch richtig jung ist. Der ist irgendwie 23 oder sowas. Also der hätte noch eine sehr lange, große Zukunft vor sich, so mäßig. Und die gewinnen jedes Turnier. Er nimmt jeden Tag irgendwie $500 an Earnings mit, jeden einzelnen Tag. Der ist wirklich stinkreich einfach nur dadurch. Das ist komplett krass. Einfach nur durch die Warzone-Turniere. Boah, dieses Spiel sah so scheiße aus, wow. Wow, sah das Spiel beschissen aus. Wow, sah das Spiel kacke aus. Warzone 2 war ja so schlecht. Kranker Scheiß, wie so schlecht. Wie lang ist diese goldene Gasmaske eigentlich? Die ist safe heute nicht mehr so lang. Safe nicht. Biffle ist tot. Ah ne, Biffle hat Gasmaske. Nee, doch nicht. Wie lang war diese goldene Gasmaske gerade? Ich hab das Spiel gar nicht mehr in Erinnerung, dass es so anders war. 9 Kills, by the way, schon von Shifty. Und tot. Verschrien, es tut mir leid, es tut mir leid. Tut mir leid, Shift. Ich glaube, die gewinnen sogar die erste Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Shepa. Nein. 13, aber irgendwie 25 Kills oder sowas. Game 2, Win 1. Oh. Erster Win jetzt, oder was? Komplett Spoiler. Hallo, Tim. Oh, so schöne Wallbangs. Wow. So stark gemacht. I'm gonna be looking for the guys to our right. Hostile UAV over here. Oh, ich freue mich schon so. Ich freue mich schon so, das zu casten. Ich werde dann so hier sitzen und wie mein Herz rausschreien und solche Calls geben. Sehr schön gemacht. Sliden war auch so komisch. Es gab nämlich, glaube ich, keinen Slide-Cancel zu dem Zeitpunkt. Man hat immer noch versucht zu Slide-Canceln, aber es war nicht so clean. Schau mal, wenn er slidet, wie lange er slidet, bis er wieder aufstehen kann. Das ist so weird. Hey, Schucks, genau. Ein Deutscher. Watch behind us, watch behind us. Yeah, watch our back, watch our back. Looking like these jack side, I'm looking at the jack side. Watch out. Yeah, they're going, I just saw them water side. I just saw someone go water side. 50 still remain. Plenty of targets. Yeah. Ich geil. So hektisch, so panisch, es passiert wirklich so viel gleichzeitig gerade. Geil, jetzt wird er geprezit auch noch. Zwei Leute rotieren rein, er muss aufpassen, dass er am Prezi nicht stirbt, weil der wird nicht angezeigt, warum auch immer. Boah, sonst zwei war wirklich einfach ein absolutes Shit-Spiel, muss man schon zugeben. Die wollen auch nicht nach oben gehen, weil die Angst haben, dass oben welche sind. Zwei Kills, drei Kills, alle drei knockt, krank, so krass gemacht. So eine gute Rotation, so schön von hinten gepusht, wow. Er hat wirklich den Überraschungsmoment genommen und ist dann einfach von hinten gekommen und hat alle drei Leute gekillt. So krass. Wollte jetzt auch eine Gasmaske. Ist gerade noch so davon gekommen. Wichtig. Es haben halt zu dem Zeitpunkt haben alle Thermalvisiere gespielt. Also Thermalvisier war komplett Meta während der WSOW. Das ist wirklich full kacke. Full kacke. You can buy me back in case. Just hold me, buy me back. I got you. Okay. At the second floor sandbag. You can buy a PA. How about a UE? Oh, ich glaube, in der Runde macht er auch nochmal was richtig krasses. Shifty. Ziemlich sicher macht nochmal was richtig krasses. Nice. Schau mal, wie viel Zone die haben. Und die haben auch noch Zonenpool. Es ist wirklich perfekt. Es ist so gut, es sind so wenig Leute bei denen. Alle, die close sind, sind in der Luft. Es ist so stark. Hat sich keine Gasmaske kaufen? Wie schlecht das Movement aussieht. Oh mein Gott, das ist so langsam, es ist so schlecht. Ich hasse alles.
D, we gotta watch our right. We gotta watch our right, D. They're trying to nade us. From Sandy. We have a team on our northeast, by the way. On this wall. Gonna be on this wall. We're getting pushed. Yep. I'm going inside the building, bro. I'm going early. I'm going early. I'm going early. Okay. Put to rotation yet? I'm stuck on my left, dead. Nice. Jeden Shot geht dir einfach. On me. One shot. Gift dir aber auch one shot. Plated jetzt, hat 7 Kills dabei. 7 Kills, 15 Leute live. Er hat perfekte Zone gerade, aber muss trotzdem noch reinrotieren. Ist nicht perfekt in der Zone jetzt. Oh, Biffel gerade komplett am Scheppern. Komplett am Scheppern gerade. 3 Leute über Shifty gelandet. What the fuck? Nice. Hallo? One shot. Nice. So stark. Jetzt kaufen sie Biffel wieder. Biffel landet oben und killt beide mit Pistole oben drauf. Ich glaube, ich kann mich erinnern, oder? War da nicht irgendwas? Irgendwas war da. Ein tot? 2 tot. Boah, ist das geil. Er freut sich so krass. Da geht's halt um ein Preisgeld von 1 Million $. Natürlich musst du dich so freuen. 24 Kills, Alter. Natürlich musst du dich so freuen. Ist das geil, Alter. Ist das geil. Geil. Muss sich freuen, Alter. Schön, wie schön. Und jetzt das letzte Game. Ihr zweiter Win. Das heißt, sie haben 3 richtig krasse Games gehabt. Richtig, richtig, richtig krasse Games. Ich glaube aber, alle deren Games waren krass. Also ich glaube, wirklich jedes einzelne Game haben die 20 Kills plus gemacht. Es wurden 6 Games gespielt und immer 20 plus Kills. Was komplett krass ist, wenn du gegen die besten Spieler der Welt spielst. Weißt du, das ist so. Das kriegt niemand hin. Aber die haben es wirklich jede Runde gemacht. Crazy, wirklich crazy. Boah, diese Map, ja, die Map war so gut. Das Movement war so schlecht, die Waffen waren so schlecht, aber diese Map, ja, krank. Die Map war perfekt. Für so Ranked auch und sowas, also Ranked auf der Map hat turbo Spaß gemacht. Das war so eine nice Experience. Zwei Leute knocked oben drauf mit dem Prezi. Nice, gut gemacht. Sehr stark gemacht, GG's. Hey, oh mein Gott. G-Back? Ach du Scheiße, die sind alle so krass, die sind alle so krass. Du darfst wirklich in keine Sekunde peaken, weil sonst bist du instantly tot. Das ist so crazy, Alter. Die sind so gut alle. Ich bin so gespannt, wer heute wirklich gut abschneiden wird. Wir sind schon mal 100% sicher, dass die Jungs hier Platz 1 werden. 100%ig sicher. Die werden safe Gold Platz 1. Aber welches Team halt Platz 2 und darüber hinaus wird, wird halt sehr interesting. Und vor allem auch, wie das deutsche Team platzieren wird. C-Pentagon, Futz und Melvin, wie die spielen werden, bin ich schon sehr gespannt. Aber wie gesagt, schaut dafür gerne auf Twitch vorbei, ja? Wir schauen uns das Ganze gemeinsam an. Ganz, ganz wichtig. Und lasst hier auf dem Video ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. An das Game kann ich mich erinnern, by the way. An das Game. Daran kann ich mich erinnern. Da habe ich, glaube ich, keine Watchparty gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich mir das live on stream angeschaut letztes Jahr? Safe nicht. Ich glaube nicht, weil ich ein Idiot bin. Warum habe ich mir das nicht live angeschaut? Ich glaube, ich habe legit an dem Tag einfach Off-Day gemacht und mir das Off-Stream einfach angeschaut, ich Idiot. Das ist Free Content, das ist doch so geil. Es wird auch heute übrigens, heute werden 6 Games gespielt und ganz am Ende des Tages, das wird dann so um 1 Uhr, 2 Uhr in der Früh sein oder sowas, gibt es dann die Solo-Yolo-Runde. Wer die Runde gewinnt, bekommt $50.000. Alle Leute, die auf der LAN sind, spielen diese Runde und es ist eine Solo-Runde. Das heißt, du spielst ohne deine Teammates und wer das gewinnt, bekommt $100.000. Krank. Ich krank. Crazy. Komplett krass. Sorry, $100.000. $50.000. $50.000 kriegt die Person einfach. Das ist krass. Das ist halt wie ich jetzt sehen. Sage push mit Dead Silence rein. Oh, er ist gestorben. Unlucky.
He's just watching that jump. I flared you up. Sie sind halt jetzt in einer sehr beschissenen Position. Sie müssen hier versuchen, irgendwas auszupushen, oder nicht? Weil lang können sie hier nicht bleiben. Sie werden gleich von allen Seiten angeschossen. Das ist halt gerade Turbo-Kacke. Also die Pose ist gerade wirklich voll beschissen. Okay, die gehen ins Brücke. Okay, das ist eine sehr gute Pose. Da gibt es ja richtig viele Fahrzeuge hier. Okay, die Pose ist gut. Die ist richtig gut. Du bist halt trotzdem noch offen von wirklich so ziemlich allen Positionen. Da musst du halt immer noch aufpassen. Oh, die Pose von Shift ist jetzt gut. Die ist jetzt sehr, sehr gut. Oh, wie langsam diese Sniper ist in der Hand. Hat einen Stuck? Er hat erwischt, das interessiert ihn gar nicht, dass er in den ersten Stuck hat. Er hat direkt andere Richtung geschaut. So stark gemacht, Alter. Hat den Full aber noch nicht bekommen. Oder nein, hat ihn bekommen. Jetzt hat ihn bekommen. So krass gemacht. So schön gestuckt. Oh, so gut, Alter. So gut. Oh, Shifty, wirklich. Absolutes Talent. Nice. Der mit seiner Sniper. Bro. Das Thermalvisier aber auch so krank. So free kills! Yo, jump down on our right, look on the street, look at the street, look at the street. Another one on the right. I have no ammo. Fly here, fly here, fly to my diamond. You need to get here. There's one guy, only one guy, he's choking the shots. He's literally choking the shots. I can fucking suck, bro. Nice Haskas, oh my god. That kid fucking sucks, hat er gesagt. Und dann ist es Haskas. Haskas zu aufgeregt gewesen letzte Runde. Ah, das war aber, habt ihr es auch gesehen? So ein starker Call von Shifty, dass er gesagt hat, ey, Jungs, pusht hier hin zu meinem roten Diamanten. Also zu seinem Danger-Mark. So ein starker Call gewesen. Jetzt haben sie nämlich komplett Highground. So stark gemacht, holy shit. Fuck, alles daneben geschossen, what the fuck? Top of the pipe. Hey, I'm not nades. Boah, stark gemacht. Boah, Finish auch noch bekommen. So stark. Jetzt keine er hat keine Platten mehr. Gar keine Platten mehr. Boah, ich freue mich da schon so drauf, Chat. Ihr wisst gar nicht. Ich freue mich so drauf. Jetzt tot. Nice. Nice! Oh, sie haben Zone, sie haben noch Zone. Ah, Sage ist tot gegen Wasserpistole. Gar keine Chance. Da kannst du wirklich nichts machen, das ist over. Nades sind, glaube ich, gut, oder? Nee, Nades waren schlecht, alles gut. So, Shift jetzt mit dem Highground. Es sind ein Duo, ein Solo ist noch alive. Er hat 8 Kills dabei, 14 Zuschauer ingame. Geil. Geil. Schau mal, wie viele Kameras hinter denen. Das sind diese Kameras, wo die catchen wollen, genau den Moment, wo sie bemerkt haben, dass sie gewonnen haben. Ich meine, die wussten davor schon, sie haben gewonnen. Sie müssen die Runde nicht mal Kills machen und sie haben trotzdem gewonnen, wenn wir uns hier wirklich diese Scoreboard-Aufteilung anschauen. Also das zweite Team hat 140 Punkte und die haben 218. Die haben 80 Punkte mehr als das zweitbeste Team. Also das ist halt wirklich... Die wussten davor schon, dass sie gewonnen haben. Aber die Kameras sollen das trotzdem nochmal aufnehmen hier. Nämlich krass. Yo, take this zip to me, bro. Take the zip. Okay, I don't have a zip. Pussy, you. Really walk. Boah. You can use a smoke to see the through. 2 gegen 1. Fuck this guy, but I'm going to the storm.
Try to get nades off you guys, bro. Actually, no, there's probably none. I might need a res, though. Oh, shit, I just gave up my res, best. I'm good. I'm on height. He might die. Ja, shift tot, just help. Aber das ist fein. You got the self? Yeah, I got the self. Und die Zone ist safe bei ihm. Geil. Ein Kill hat er bekommen, 2 gegen 1. Drop me, baby. We're finishing shit with the kill. Yeah. Low right. Geil, Alter, wie ich geil. Geil. So geil anzuschauen. Holy shit. So gut. So geil, Alter. So gut gemacht. Ich schwöre, er hat so gut gemacht. Oh, und dieses ikonische Foto, was jetzt geschossen wurde, während sie die Trophäe gehoben haben. So ikonisch, Alter. Geil. Da war Kamerawork ein bisschen shit, da hätten sie eher so die Leute, also die Gewinner filmen sollen, das war ein bisschen shit, finde ich, aber das ist fein. And recognize domination here on main stage. The smiles on their faces, the smiles in the crowd, and you know their smiles. Geil. Ey, wirklich unglaublich geiles Video. Ich werde das auf jeden Fall in der Infobox verlinken, lasst da mal ganz viel Liebe da, ganz, ganz wichtig. Schaut es gerne nochmal privat an, wirklich so ein gutes Video geworden, wirklich, also geil. Habe ich komplett enjoyed. Ey, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mich gerne mit der positiven Bewertung, dem Abo auf den Kanal wissen. Und natürlich schaut gerne auf Twitch vorbei. Heute Big Watch Party zusammen mit Deki. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.